ich habe vor meinem Schlafzimmerfenster eine Glasflaschen-Wegwerfstation. Ich kenne keinen Schlummerbutton, ich kenne das nicht. Mach das einfach nicht, weil ich sehe den Sinn dahinter nicht. Es ist doch einfach nur schlimm. Wie kann man sich so wenig lieben? Hier, der Bruder ihrer Schwester, dem Cousin, der Hamster, hatte ich gesehen. Oder man denkt, man muss Hallo sagen, dann sagt man Hallo. Und dann merkt man aber auch, die andere Person hat auch keinen Bock auf einen. Und dann steht man dann da und dann, ja. Es ist so gemein. Manchmal dann so morgens früh um 6, dann gehen die Leute dahin und werfen sie da ihre Flaschen rein und ich wach davon halt auf. Wenn ich in Herborn durch die Straße laufe, dann treffe ich 20 Leute. Und selbst wenn ich nicht merke, dass ich die treffe, dann treffen die mich. Und dann denke ich mir dann auch so, boah, jetzt werde ich aber auch irgendwann mal zu so einem richtigen Nachbarn und schreib mal so einen Hasszettel in den Flur. Wo musst du denn? Ah, Wagen 21. Ah, ich bin in der 24. Ja, Sitzplatzreservierung. Ja, 4,50 würde ich auch hin gerne. Da steht ja auch immer dran, wenn man das darf und wenn man das nicht darf. Und seitdem es vor meinem Schlafzimmer ist, halte ich mich da auch dran. Ich sage auch immer 8 Bier, eine Mahlzeit. Also mein Lieblingsding ist ja dann wirklich hinzugehen und zu sagen, guck mal, ich sitze hier. Ich habe diesen Platz gekauft. Geh weg. Das ist doch blöd. Ja, liebe Grüße. Ah, ja, zurück.